Am 17. April beginnt vor dem Oberlandesgericht München das Verfahren gegen Beate Zschäpe und einige NSU-Helfer. Dass kein einziger Vertreter eines türkischen Mediums zugelassen wurde, obwohl der NSU bei seinen speziell gegen Einwanderer gerichteten Mordanschlägen 8 türkische Emigranten ermordet und weitere verletzt hat, hat sowohl in der Türkei als auch in Deutschland hohe Wellen geschlagen. Das Gericht ist bisher weder bereit, mehr Journalisten in diesem Verfahren, speziell auch ausländische, insbesondere türkische Journalisten zuzulassen, noch akzeptiert es, wenn deutsche Journalisten, die einen ständigen Platz auf der Pressebank ergattert haben, diesen für türkische Kollegen bzw. Kolleginnen freimachen. Eine Zeit lang war das Gericht auch nicht dazu bereit, sich zu seiner diesbezüglichen Entscheidung zu äußern. Dazu ist es nun durch die Klage der türkischen Zeitung Sabah, zu Deutsch Der Morgen, gezwungen. In seiner Einlassung gegenüber dem Bundesverfassungsgericht erklärte der Vorsitzende Richter Manfred Götzl, er habe verschiedene Verfahren für die Zulassung der Medien erwogen. Dabei hätten sich aber derartig viele Gesichtspunkte und Kriterien für die Zulassung der Medien ergeben, dass er am Schluss das sogenannte Windhundverfahren gewählt habe. Das heißt, die 50 ersten Anwärter werden genommen, die anderen sind draußen, egal wer oder was sie sind. Radio Dreieckland sprach mit Miqdat Karaalioğlu, dem Geschäftsführer und Chefredakteur der Europa-Ausgabe von Sabah, über die Gründe für die Verfassungsklage und den Ablauf des sogenannten Windhundsverfahrens. Das Interview wurde geführt, ehe die Einlassung des Münchner Gerichts bekannt wurde. Nachdem es bekannt geworden ist, dass die türkischen Medien in diese Verfahren als Presse nicht teilnehmen dürfen, haben wir von deutschen Medien auch sehr Unterstützung erfahren. Man hat das kritisiert. Wir haben uns gedacht, dass dieses Problem durch OLG München so gelöst wird, dass sie den Fehler einsehen und die türkische Presse einen Platz zulassen. Aber das war nicht der Fall. Also durch Kommunikation, durch Dialog war es nicht möglich, dass man dieses Problem löst. Daher haben wir uns entschieden, die Sache an die Verfassungsgericht zu bringen. Das war der wahre Grund. Und wir finden, bei so einem Fall, wo 8 türkischstämmige Menschen getötet worden sind, versteht sich von selbst, dass die türkische Presse so einen Mammutprozess verfolgen soll. Warum sind Sie denn bei dem Windhundverfahren nicht zum Zuge gekommen? Haben Sie da nicht rechtzeitig von erfahren oder war es zu schwierig oder war ein zu großes Gedränge? Anscheinend doch. Also, dass das ein Windhundverfahren werden würde, war auf jeden Fall mir nicht bekannt. Die Kollegen, die die Akkreditierung vorgenommen haben, haben sich relativ rechtzeitig da beworben. Aber ich finde, das gehört sich nicht, bei so einem Mammutprozess so eine Ausfallmethode zu benutzen. Man hat das ja auch beim Kachelmann-Prozess erlebt. Da war auch ein Medienzustrom. Das Mannheimer Gericht hat eine Quote für Schweizer Journalisten gelegt. Entsprechend viele Schweizer Journalisten dürften die Sache leicht verfolgen, weil der Kachelmann schweizer Bürger war. So etwas hatten Sie nun auch in dem NSU-Verfahren erwartet? Eigentlich schon, ja. Also wir haben nicht gedacht, dass man uns da ausschließt, weil wir als Zeitung Sabah darüber sehr ausführlich berichtet haben. Das, was wir darüber berichtet haben, kann man auch in unserer Internetpräsentation auch durchlesen. Für die Sache sind wir sehr interessiert. Wir dachten uns, dass wir da irgendwie reinkommen. Aber das war leider nicht der Fall. Nun haben ja einige deutsche Journalisten angeboten, ihnen Plätze freizuräumen. Warum hat das nicht geklappt? Das Gericht hat das nicht zugelassen. Das war eine tolle Geste. Also ich will das hier nochmal wiederholen. Die Unterstützung, die wir von deutschen Kollegen erfahren haben, ist bewundernswert. Ich bedanke mich nochmal dazu. Aber das Gericht hat so ein Verfahren nicht zugelassen. Neulich hat ARD bekannt gegeben, dass sie einen türkischstämmigen Journalisten in den Prozess reinschicken werden. Falls da Interesse besteht, wir können das in Anspruch nehmen. Auch das finde ich eine sehr große Geste. Aber das Gericht hat bei dieser Lösung auch nicht zugestimmt. Das war das Problem. Wir wären dazu natürlich bereit. Gibt es da eine Begründung des Gerichtes dafür? Eine offizielle Begründung habe ich nicht erfahren, aber diese Windhundverfahren, die Verfahren, also das wollen sie nicht schütteln, soweit ich das Gefühl habe, soweit ich das feststellen konnte. Das, was sie vorher gemacht haben, wollen sie nicht schütteln, weil sie da eine Ausnahme machen, könnte das rechtliche Folgen haben. Ich glaube, das war ihre Befürchtung.
Wie sieht denn es Ihr Anwalt, welche Chancen rechnen Sie sich denn aus, vor dem höchsten deutschen Gericht so in kurzer Zeit zum Zuge zu kommen? Einerseits sind wir optimistisch, andererseits, so eine Fall gab es ja in die Nachkriegsgeschichte nicht. Aber unsere Argumentation ist richtig. Wir wurden nicht gleich behandelt. Und das Gericht hat nicht sensibel genug entschieden für die Platzgabe. Daher sehen wir das optimistisch. Sicherlich hat jeder zu respektieren, was das Verfassungsgericht sagt. Im Prinzip scheint das Windhundverfahren gerecht. Wer zuerst kommt, malt zuerst. Ali Kılıç sieht es anders. In einem Artikel in dem Online-Magazin Migazin, das sich speziell mit Themen beschäftigt, die Migrantinnen besonders angehen, führt er aus, warum das Windhundverfahren zu einer Bevorzugung deutscher Medien führt. Nun, das, was da so neutral klingt, mag auf Gerichtsverfahren ohne Auslandsbezug zutreffen, nicht jedoch in jedem Fall. Die Anwendung des Prioritätsprinzips stellt bei Fällen mit Auslandsbezug eine faktische Privilegierung der heimischen Presse dar, da diese mit der deutschen Gerichtspraxis vertraut sind und auch die Möglichkeit haben, zuverlässig von der Ausschreibung für das Akkreditierungsverfahren Kenntnis zu nehmen. Vor dieser Faktizität kann auch das Recht die Augen nicht verschließen. Mal sehen, wie die Bundesrichter den Knoten lösen und ob sie ihn lösen. Indessen ist ein typisch deutscher Streit darüber entbrannt, ob die Kritik von Politikern an dem Gericht oder gar der Aufruf des SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel, nachdem sich die Bundesregierung und die bayerische Landesregierung einmischen sollten, nicht ein Verstoß gegen das Prinzip der Gewaltenteilung darstellen. Kann man sicher so sehen. Aber ist es in diesem Fall nicht ein Gespräch über Bäume, um mit Brecht zu sprechen? Lassen wir mal den Fall kurz Revue passieren. Da wütet über Jahre eine rechtsradikale Mördercrew in Deutschland und die Ermittler suchen völlig in der falschen Richtung, verdächtigen gar die Angehörigen. Selbst beim Nagelbombenanschlag in Köln, einem typisch terroristischen Akt, verwerfen sie die Möglichkeit eines rechtsradikalen Anschlages sofort. Durch die in den deutschen Medien verbreitete Bezeichnung Dönermorde werden Opfer und Angehörige weiter stigmatisiert. Als die Wahrheit zufällig herauskommt, beginnt plötzlich ein großes Aktenvernichten in verschiedenen Verfassungsschutzämtern. Schließlich kommt es zur Verhandlung, die ohne Not in München in einem gemessen an den enormen öffentlichen Interesse an dem Verfahren relativ kleinen Gerichtssaal stattfinden soll. An der Wand prangt ein Kreuz, ein religiöses Symbol, das eigentlich nichts mit einer säkularen, neutralen Justiz zu tun hat und die nichtchristlichen Angehörigen irritiert. Und dann auch noch ein Verfahren, das im Endeffekt dazu geführt hat, dass die sicherlich interessierten türkischen Medien nicht zum Zuge gekommen sind. Bei der Schweiz waren Mannheimer Richter im Falle Kachelmann sensibler. Ist das alles nur eben so gekommen oder ist dies, dass alles eben immer so kommt, nicht gerade der Kern des deutschen Problems, das mit den sogenannten Dönermorden offensichtlich geworden ist?